Schülerinnen und Schüler. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer heutigen Festveranstaltung. Mit besonderer Freude begrüße ich den Landrat des Erzgebirgskreises, Herrn Vogel, Herrn Kolditz, Mitglied des Landtages, den Referatsleiter Gymnasium der Sächsischen Bildungsagentur Regionalstadt Chemnitz, Herrn Jentsch, unsere Schulreferentin, Frau Dr. Loos, den Bürgermeister unserer Bergstadt Schneeberg, Herrn Stimmel, die Bürgermeister von Bad Stemer in Tschollau, Herrn Müller und Herr Leonhard und den Vorsitzenden der Freunde des Gymnasiums Schneeberg e.V., Herrn Uwe Schmitzer. Ich freue mich, dass viele unserer wichtigen und zuverlässigen Partner unserer Einladung gefolgt sind und an dieser Veranstaltung teilnehmen. Wir treffen uns heute, um den Namensgeber unserer Schule zu würdigen und diesen Anlass zu feiern. Wir begehen in diesem Jahr den 50. Jahrestag der Namensverleihung Johann Gottfried Herr an unsere Bildungseinrichtung. Und wir blicken zurück auf 125 Jahre Höhere Lehranstalt an der Bergstadt Schneeberg. Darauf sind wir sehr stolz. Die Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums haben sich gewünscht, eine Festveranstaltung der besonderen Art für Sie zu gestalten. Ich wünsche Ihnen, liebe Gäste, dabei viel Freude. Schülern viel Erfolg. Thank you.
natürlich folgen. Doch, wie ich sehe, hat sich der edle Herr soeben auf den Weg gemacht. Genau. Fühlen Sie sich nun in das Jahr 1770 zurückversetzt. Gleich trifft sich der edle Herr mit einem guten jüngeren Bekannten in einem Straßburger Gasthaus. So können wir dem Dichter nun selbst begegnen und miterleben, wie es ihm zu seiner Zeit erging. Und wir, liebe Zuschauer, melden uns bei ihm später wieder und wünschen jetzt viel Vergnügen ins Hineintauchen in die damalige Zeit und Umstände. Ich bin wohl etwas zu früh. Seit Tagen komme ich hierher und treffe mich mit einem jungen, vielversprechenden Genius. Er heißt Goethe, hat dichterisches Talent und wird von den jungen Menschen hochverehrt. Ich schätze seine Gesellschaft sehr, doch wie es scheint, kann er sich nicht so leicht aus anderer befreien. Naja, mit Frauen kann ich nicht konkurrieren. Ich hoffe nur, der Kaffee wird indes nicht kalt. Verehrter Freund, ich grüße Sie. Hoffentlich warten Sie nicht allzu lange. Mein lieber Herr Goethe, wie sagt doch der Volksmund so schön? Der Kaffee und die Liebe, die haben was gemein. Die wollen alle beide recht heiß gelöscht sein. Nicht wahr? Ihr vortrefflicher Humor berührt mich immer wieder. Ich habe mir erlaubt, für Sie bereits eine Tasse Kaffee zu bestellen. Das ist sehr freundlich, danke. Ich habe Ihre Forschungen über diesen Erlkönig gelesen. Sehr interessant, danke nochmal. Diese Figur, sie reizt mich zum Fabulieren. Lieber Herr Goethe, bei aller Rücksicht für Ihre ersten dichterischen Arbeiten muss ich Ihnen doch dringendst raten, sich noch ernsthafter in die Person hineinzuversetzen. Sie sind mir scheint noch sehr oberflächlich. Ich werde mich bemühen. Doch darf ich fragen, wie ist das Wertempfinden heute? Ach, mein Augenleiden hat sich trotz Operation nicht gebessert. Die Kur macht mir zu schaffen. Der Volksmund sagt nicht umsonst Kurpfuscher. Ich hoffe nur, indes nicht an ein solchen geraten zu sein und glaube an Besserung. Umso mehr freue ich mich über Ihre Gesellschaft. Zählt doch Ihre Anwesenheit hier in Straßburg für mich
wollen Sie das erreichen? Mein lieber Freund, gehen Sie hinaus in die Umgebung Straßburgs und lauschen Sie dem Lied der einfachen Menschen. Oder reden Sie mit einem alten Mütterchen. Eine Junge werden mir viel lieber. Hören Sie mir zu. Hören Sie mir überhaupt zu. Lesen Sie die Werke Shakespeares und Luthers. Denken Sie immer dran. Mutter Natur ist unser aller Lehrmeister. Ihre tiefgreifenden Gedanken nötigen mir höchsten Respekt ab. Oh, schade. Die Zeit ist vorangeschritten. Lassen Sie uns morgen darüber noch ein bisschen resonieren. Morgen übernehme ich dann die Kosten. Bis zum nächsten Vormittag. Auf bald. Sie gehen schon? Wie schade. Ich wollte Ihnen gerade meine neuesten Ideen und Überlegungen entfalten. Ich bedauere, mich ruft Mutter Natur. Er sollte wohl eher sagen, seine Natur drängt ihn, wohin auch immer. Ein bedeutender Mann, dieser Herr, muss ich schon sagen. Nur gut, dass wir uns hier getroffen haben. Er regt mich ungeheuer an, bisweilen auch auf, aber man kann unschätzbar viel von ihm lernen. Der Kaffee schmeckt heute wieder richtig vorzüglich. Das bestimmt auf seinem Kalender. Womöglich. Habt ihr heute die Schlagzeile schon gelesen? Welche? Na hier, neuer Modetanz in Wien. Zeig her. Walzer begeistert das Blut. Walzer, wie klingt das denn? Wie soll man das schon tanzen? Etwa walzen? Soll ich meine Gattin über die Tanzfläche walzen? Gestatten Sie mir bitte, dass ich mich einmische. Walzen ist doch ein althochdeutsches Wort. Na, das macht den Tanz auch nicht interessanter. Nicht so unwillig, mein Herr. Walzen kommt doch von Wandern. Kennen Sie nicht das schöne Lied, das Wandern ist des Müllers Lust? Das nimmt doch auf die Walz Bezug. Na gut, aber ein Tanz, der wandert, wie soll das denn gehen? Das ist gar nicht so kompliziert, Freunde. Ihr beide waren letzte Woche in Wien und kennen ihn. Was? Und da lasst ihr uns so lange rumraten? Es war doch interessant zu sehen, wie ihr auf Neues reagiert. Wollt ihr, dass wir ihn euch einmal zeigen? Natürlich, macht Platz. Herr Herder, wenn es sich nicht mehr unter einem steht, zur Seite zu. Tanzen ist nichts für mein Gemüt, aber vielleicht sehe ich noch ein wenig zu. Wir stellen uns zunächst erstmal alles in eine Reihe. Die Herren platzieren sich rechts neben die Damen. Die Herren beginnen mit dem rechten Bein und machen einen Schritt nach vorne. Dann nehmen sie das linke Bein zur Seite und schließen. Dann geht es mit links zurück. Rechts zur Seite und wir schließen. Für die Damen ist es genau umgekehrt. Die Damen gehen rückwärts mit dem linken Bein, einen Schritt zurück, mit rechts zur Seite und schließen. Dann geht es mit rechts wieder vorwärts. Vorwärts mit links zur Seite und wir schließen. Das probieren wir jetzt gleich zusammen. Jetzt wird der Tunnel zu groß. Thank you.
und auf eine Zeitreise führen. Auf eine Zeitreise durch das letzte Jahrhundert unserer Lehranstalt. Unsere Reise beginnt in Rosenthal. In Anwesenheit schon sehr betagter ehemaliger Schüler der Lateinschule Schneeberg wurde 1888 feierlich der Übergang von der alten Lateinschule zur neuen Vorgymnasium begangen. Dieses Bild ist die älteste erhaltene Aufnahme unseres Herrengymnasiums. Ursprünglich war das Gebäude im Stil des Historismus errichtet worden. Deutlich erkennbar sind die Elemente aus Gotik und Renaissance, die es einfiziert haben. Als Lehranstalt für Schüler wurde es damals noch nicht genutzt, jedoch als Lehranstalt für Lehrer. Das Abitur konnte man in Schneeberg in der Gymnasialstraße ablegen. Doch die Zeiten änderten sich. Damit einher ging auch die Änderung, die Nutzung des Hauses betraf. Von 1940 bis 1945 wurde unser Gebäude als Lazarett genutzt. Nach dem Krieg bis 1992 war der alleinige Standort der erweiterten Oberschule die Schillerstraße. Die Farbe Königsblau und Gold begleiten die höhere Bildung in Schneeberg schon seit gut 100 Jahren, was diese Einladungskarten belegen können. Den Platz der traditionellen Wappen hat heute ein Maskottchen-Robot, unser Herrling. Als Bücherwurm fühlt er sich bei uns garantiert gut aufgehoben. Seit 1963 trägt unsere Schule den Namen Johann Gottfried Herders. Und seit 1992 ist das als Lehrerseminar erbaute Gebäude unser schulisches Zuhause. Vom Schulhof aus ist die U-Form erkennbar. Die Türmchen und Ornamente existieren jedoch heute nicht mehr. Sie wurden im Zuge der neuen Sachlichkeit in den 30er Jahren entfernt. Dieses Bild zeigt die ehemalige Schülerin Lilly Hertig, wie sie gerade aus unserer Eingangstür tritt. Heute setzen die Schüler ihren Fuß durch eine neue Tür in die Schule. Sie treten aus und ein, mal schneller, mal langsamer. Eines haben wir mit unseren Vorfahren auch bestimmt noch immer gemeinsam. Wir treten wieder verhaltenen Schrittes ein, wenn wir eine Klassenarbeit schreiben, und besonders gerne aus, wenn wir diese bewältigt haben. Computerkabinettplatz. Auf
sei doch nicht der Wissensdurst, ließ diese Schüler ihre Augen so weit aufreißen, sondern die Belichtungszeit von gut 8 Sekunden. Die allgemeine Blindheit hat Einzug gehalten. Zu viele PCs und Smartphones schauen die Augen, wie man die Brillen erkennen kann. Auch die Bandbreite der Kleidungsstile ist größer geworden. Ob schlicht oder in wilder Kombination von Farben und Mustern. Alles ist erlaubt. Der Ehrgeiz unserer beiden künftigen Abiturienten ist ihnen direkt ins Gesicht geschrieben, was man auf dem Bild deutlich erkennen kann. Stark und steif haben sich hier die Lehre unseres alten Gymnasiums ins Ziel gesetzt. Ins Auge fällt die reichlich vorhandene Gesichtsbehaarung. Im heutigen Lehrzimmer ist die Ordnung hauptsächlich an der Pinnwand zu finden. Dennoch wirkt das Zimmer sehr freundlich und unter dem Motto, der Wille zählt, steht auf dem Fensterbrett sogar eine Gießkanne, obwohl weit und breit keine. Ich Ihnen ja etwas erzählen.
erzählen über die Geschichte dieser Bildungsanstalt, die ja bereits auf dem Gründungstermin des Königlichen Gymnasiums von 1888 zurückgeht. Und dass 1963 die Umbenennung in EOS Johann Gottfried Herder stattfand. Ich könnte Ihnen auch berichten, dass 1957 bis 1991 die Polytechnische Oberschule Johannes Erbecher im Gebäude Dr. Köhlerplatz untergebracht war. Ich könnte Ihnen schließlich erzählen, dass 1994 die neue Turnhalle des Gymnasiums errichtet wurde und dass wir deren Fußboden in diesem Jahr sanieren. Aber ich tue es nicht, denn Sie wissen es ja ohnehin schon. Große Tradition verpflichtet. Sie verpflichtet zum Streben nach gleich großer Zukunft, wie es Konrad Adenauer formulierte. Unser Gymnasium und die gymnasiale Bildung in Schneeberg können auf eine lange pädagogische Tradition zurückblicken und zugleich behaupten, die verschiedensten tiefgreifenden Veränderungen im politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereich der letzten 125 Jahre nicht nur überdauert, sondern zugleich ein eigenes pädagogisches Konzept geschaffen zu haben. Welche Bedeutung hat nun unser Namenspatron, dem wir am heutigen Tage ja ebenfalls die Ehre erweisen wollen, für uns heute im Jahr 2013? Zunächst einmal ist er der große Denker des 18. Jahrhunderts. Vielseitig und engagiert, der Vertreter einer ganzheitlichen Erkenntnislehre und Anwalt der Kulturgeschichte. Herder steht für die Verknüpfung verschiedener Disziplinen. Seine Basis sind die Philosophie und die Künste. Er ist Experte auf zahlreichen Gebieten und Disziplinen, in denen er sich gleichwohl nie allzu lange aufhält oder gar einbringen lässt. Immer und vor allem Generalist, der die Menschen nicht aus den Augen verliert. Herder steht für Interkulturalität. Die Randregionen Europas rücken bei ihm ins Zentrum des Interesses. Aufgrund seiner bahnbrechenden Volksliedersammlung, die als junger Theologe im Baltikum begann, steht er bei den Völkern Osteuropas bis heute in gutem Ruf. Herder ist antidogmatisch. Er wendet sich gegen die dogmatischen Ansprüche des aufgeklärt-absolutistischen Denkens in der Philosophie, den Wissenschaften, den Künsten, ebenso wie in der Politik. Herder ist leidenschaftlicher Europäer, in dem Sinne, dass er sich gegen das nationalstaatlich eingeengte politische Denken und Handeln seiner Zeit richtet. Aber gerade Herders Bildungsideal hat uns auch heute noch viel zu sagen. Herder war ein Kind der Aufklärung. Er glaubte an die Macht der Vernunft und dennoch hatte er eine kritische Haltung ihr gegenüber. Die trockene und kalte Vernunft, wie Herder es nannte, machten bei ihm bei weitem nicht den ganzen Menschen aus. Die Vernunft bleibt bei ihm immer gebunden an konkrete Erfahrungen und Traditionen. Seine Haltung brachte ihn dazu, die Bedeutung des Gefühls hervorzuheben. Er nahm die Menschen als Individuen wahr. Genau das bringt auch sein Wahlspruch Licht, Liebe, Leben zum Ausdruck. Dieser Dreiklang aus dem ersten Brief des Johannesevangeliums befand sich auf seinem Siegel und steht heute auf seiner Grabplatte in Weimar. Dieses ganzheitliche Denken hatte für Herder ganz konkrete Konsequenzen für seine Vorstellung einer guten und gelungenen Bildung.
mit Kopf, Herz und Armen stattfinden. Was er damit sagen wollte, wer sich in der Erziehung und Bildung allein auf die Vernunft des Menschen verlässt, erreicht ihn nicht in seinem Kern. Lernen heißt nicht immer rational verstehen, sondern oft eben etwas vor Freude einfach nur tun. Bildung ist nur dann gute Bildung, wenn sie den kompletten Menschen in den Blick nimmt, wenn sie all seine Talente, Fähigkeiten, Begabungen berücksichtigt und nicht einen Teil auslässt. Er bestimmt den Zweck von Bildung in der vollen Entfaltung der individuellen Persönlichkeit. Zum Besten der Menschheit kann niemand beitragen, der nicht aus sich selbst macht, was aus ihm werden kann und werden soll. Darin steckt auch ein sehr aktuelles Konzept, nämlich die Idee des lebenslangen Lernens. Das Lernen hat kein Ende. Der Mensch ist nie fertig. Er kann sich immer wieder neue Horizonte eröffnen oder neue Erfahrungen machen. Der gleichberechtigte Zugang zu Wissen und Bildung für alle ist für Herder die Bedingung von Freiheit und Demokratie. Bildung für alle heißt, jeder und jede hat ein Recht auf Bildung, egal woher seine Eltern kommen. Sie sehen, Herder hat uns auch heute noch einiges zu Bildung zu sagen. Er vertritt ein ganzheitliches Bildungskonzept, erkennt die Bedeutung der frühkindlichen Bildung, der individuellen Förderung und des lebenslangen Lernens. Und Herder konstatiert, dass es ohne Bildung für alle keine Demokratie geben kann. Das Johann Gottfried Herder Gymnasium folgt den Idealen Herders in verschiedener Weise. Dem Gymnasium wird nachgesagt, dass seine Schüler auf einem angeglichenen Ausgangsniveau eine breite Allgemeinbildung und die Studierfähigkeit erwerben. Zudem wird es geschätzt, wenn es keine Spezialisten ausbildet, sondern neben der Vermittlung grundlegender Kenntnisse zu selbstständigem Denken und Handeln erzielt und zur aktiven Teilnahme am kulturellen Leben motiviert. Dabei stellen sich die Lehrer immer wieder die Frage, sind unsere Gymnasiasten genügend gerüstet? Was also können wir ihnen mitgeben? Im besten Fall kann unseren Schülern aus all dem, was sie hier lernen, eines erwachsen: Orientierung. Ich möchte Orientierung nicht verstanden wissen als Vorgabe einer Richtung. Das wäre zu mechanistisch und liefe auf Gleichschaltung hinaus. Das Bildungswissen, das wir an unserem Gymnasium anbieten, dient einem Zweck, der nicht in ihm selbst liegt, sondern vielmehr im Leben unserer Schüler. Wissen, Bildung ist also kein Selbstzweck. In der Regel werden den Schülern dadurch mehr Möglichkeiten und Spielräume offenstehen, als wenn sie einfach nur so durchs Leben stolpern. Und ich meine dies nicht einfach nur auf mehr Möglichkeiten in der Studien- und Berufswelt bezogen. Das stimmt natürlich auch. Es hat aber auch durchaus etwas mit Lebensbewältigung oder pathetisch gesagt mit Lebensglück zu tun, mit Wachheit, mit Genuss, mit Freude, mit Neugier, mit der Fülle und Vielfarbigkeit der Welt, in der wir leben. Ob man Musik ausschließlich als Geräusch wahrnimmt oder ob man Details und Strukturen erkennt, die den Genuss erhöhen. Es ist ein Unterschied, ob man einen Roman ausschließlich der spannenden Handlung wegen liest oder ob man sich mit den Werkzeugen der Literatur
weitere Dimensionen erschließt, die der argentinische Schriftsteller Jorge Borges so benennt. Lesen ist Denken mit fremden Hirnen. Also nicht nur Genuss, sondern auch Erkenntnis. Es ist ein Unterschied, ob man geschichtliche Vorgänge als eine unstrukturierte Aneinanderreihung von Geschehnissen wahrnimmt oder ob einen die in der Schule gewonnenen Kenntnisse der Vergangenheit, zum Beispiel der Weimarer Republik des Dritten Reichs, heute hellhörig werden lassen, wenn man bestimmten Parolen begegnet. Es ist ein Unterschied, ob man die Naturgesetze erkennt und anwenden kann oder ob man sich mit den Chancen und Grenzen der Naturwissenschaften verantwortlich auseinandersetzen kann. Das verstehe ich unter Orientierung, die den Weg in eine an Erfahrungen und Erkenntnissen reiche Zukunft ermöglicht. Nur so viel. Ich möchte Sie an dieser Stelle ausdrücklich beglückwünschen, dass Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder auf das Johann Gottfried Herder Gymnasium Schneeberg geschickt haben. Und dass ihr, liebe Schüler, das Jubiläum besuchen dürft. Der gute Ruf unseres Gymnasiums kommt nicht von ungefähr. Er ist das Ergebnis der Arbeit einer engagierten Schulgemeinde. Alle am Schulleben Beteiligte, Lehrer, Eltern und Schüler, haben ein Schulklima geschaffen, das über die engagierte Erziehungs- und Bildungsarbeit hinaus durch zahlreiche Aktivitäten ein konstruktives Lernen und Arbeiten möglich macht. Unsere Schule, auch das ist wichtig sagen zu können. Liebe Gäste, in meiner kurzen Ansprache verabsichtigte ich nicht, Ihnen die 100 Weisheiten alter Philosophen mit auf den Weg zu geben. Mein Ansinnen war es, Sie zum Nachdenken anzuregen. Ich wünsche unserem Gymnasium und der Schulgemeinde die Kraft zum Streben nach gleich großer Zukunft und verbinde diesen Wunsch mit einer Weisheit unseres Namensgebers Johann Gottfried Herder. Es geht nicht darum, die Zukunft vorauszusagen, es geht darum, sie zu gestalten. So wünsche ich unserem Gymnasium eine kontinuierliche Weiterentwicklung in einer guten Zukunft. Wer von uns war denn da noch nicht drin, aber Herder? Ob
der sich da überhaupt zurechtfindet. Na, dann sehen wir uns das doch einfach mal an, wie sich Johann Gottfried Herder heute so verhalten könnte. Und wir wünschen dazu viel Spaß und viel Vergnügen. Ich weiß.
komische Kleider tragen Sie denn? Was für grässliche Frisuren. Und dieses Gerät, entschuldigen Sie, wie nannten Sie das Kleid? Notebook, ganz einfach. Notebook, ganz einfach. Tja, was? Ja, was macht das Ding? Okay, chillen Sie mal. Entschuldigen Sie bitte, was soll ich? So ein Wort habe ich noch nie gehört. Schauen Sie mal, sehen Sie, ein Notebook ist quasi eine virtuelle Kommunikationsmaschine. Außerdem gibt es hier freies WLAN. Mein Herr, darf ich Sie fragen, welche Nationalität Sie haben? Was soll denn die Frage? Hört man das nicht? Ich verstehe nicht, was Sie tun. Wenn das meine deutsche Muttersprache sein soll, wo bin ich denn hier bloß hingeraten? Mit Verlaub, das frage ich mich auch. Wir schreiben schließlich das Jahr 2013. Das Jahr 2013. Wo liegt das Problem? Das ist Ihnen alles sehr fremd, oder? Ja, in der Tat, das ist es. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Schwierigkeiten haben könnte, meine eigene Sprache zu verstehen. Unfassbar. Und dann frage ich mich die ganze Zeit über, was die jungen Mädchen hier mit wollen. Tja, sie lesen, schreiben, bilden sich oder quatschen einfach, wie wir auch. Erstaunlich, eine fremde Welt. Aus welcher Mottenkiste ist der denn rausgekrabbelt? Gibt's die auch noch, Motten? Na, wenigstens etwas, was mir aufgefallen ist. Tja, Opa, da hast du scheinbar einiges verschlafen. So antiquiert, wie du aussiehst. Opa? Warum Opa? Ich bin Herder. Johann Gottfried Herder und nicht irgendein Opa. Ja, natürlich. Aber. Ey, Bro! Na, Bock auf Disco! Ja. Und wer ist das denn hier eigentlich? Darf ich vorstellen? Johann Gottfried Herder. Herder? Also, wenn das Herder sein soll, dann bin ich der Kaiser von China. Trag mich gleich so dick auf. Kaiser Franz zieht's auch. Naja, egal. Aber wie sieht es aus? Kommt ihr mit in die Disco? Na, wie wär's? Was zu tanzen? Da können Sie gleich sehen, wie die Jugend von heute so drauf ist. Wo geht's jetzt hin? Na, in die Disco, Alter! Da können Sie endlich mal sehen, wie wir Jungen heutzutage so abhotten. Singt man da auch Volkslieder? Also, Naja, viel Volk ist sicherlich dabei. Und singen zu späterer Stunde vielleicht auch. Mir scheint, es hat wohl jede Zeit ihre eigenen Herausforderungen. Und ich ahne schon, dass die Jugend dabei immer wieder mit neuen Ideen vorangehen. Ach, ich wähnte mich zu meiner Zeit in ein Zeitalter großer Errungenschaften. Ob ich da noch mithalten kann? Aber wohl, ich bin bereit dazu zu lernen. Mal sehen, was mein Geist zu fassen vermag. Nur eins, vom sogenannten Tanzen habe ich schon früher nichts gehalten. Deshalb, mit Rücksicht auf mein Alter, vom sogenannten Tanzen bitte ich mich höflichst zu befreien. Aber klar, Alter. Sorry, natürlich Johann Gottfried Herder. Kiss.
was wir soeben erleben konnten, war, wie Herder vielleicht in unserer Zeit auftreten und staunen würde. Staunen? Was heißt denn staunen? Ich denke, der gute Mann hätte einen Kulturschock erlebt. Das ist durchaus anzunehmen. Aber darüber jetzt zu fachsimpeln, ist gar nicht nötig. Denn der gute Mann kann uns ja selbst sagen, wie er diese, unsere Zeit, empfunden hat. Gute Idee. Dann lass uns doch einfach Johann Gottfried Herder selbst zu Wort kommen und über das Erlebte reflektieren. Mein liebes Tagebuch, ich beschreibe dich mit ruhiger Feder, obwohl ich sehr unruhig und aufgewühlt bin und fast an meinen Verstand zu zweifeln glaube über das, was ich an diesem Tag erlebt habe. In die Ecke dieser Seite schrieb ich gerade noch das Jahr des Herrn 1775. Doch habe ich, davon bin ich felsenfest überzeugt, soeben einen Blick in das neue Jahrtausend getan und, man mag mich für verrückt halten, in das Jahr 2013 gesehen. 2013. Unvorstellbar, wie verändert alles war. Spielte mir mein Kopf nur ein Streit? War es ein Wunder oder ein Traum? Dabei habe ich doch alles genau gesehen. Was für eine fremde Welt tat sich mir auf. Ich sah seltsame Dinge, Maschinen aus unbekanntem Material und von komischer Form. Der Prunk an den Häusern war gewichen, die Straßen hell und sauber. Und man machte überall, sogar in den Stuben, Licht. Und die Menschen trugen seltsame Kleider, Weibsbilder, sogar Hosen und manche Männerschmuck. Zulunter Arbeiter mit geschwollenen Händen oder barfüßige Kinder gab es nicht mehr auf den Straßen zu sehen. Und die Sprache, nein. Wie soll ich sagen, man bediente sich einer Sprache, die viel weniger Worte machte und mitunter schien sie mir schon fast gemein. Und ich, Herder, selbst Dichter und mit Sprachen vertraut, war sprachlos, dass ich sie häufig nicht einmal verstand. Die Menschen wiederum lebten fröhlich in ihrer Welt. Sie benahmen sich recht zwanglos. Mich faszinierte und schockierte zugleich ihre Sorglosigkeit, wie sie ihre Tage verbrachten. Es waren Dinge erreicht, von denen wir nur träumen. Dabei halten wir doch unsere Zeit schon für eine neue und bahnbrechende. Aber ich konnte sehen, dass die starren Formen der Stände aufgehoben waren. Alle Kinder, Buben wie Mädchen, lernten miteinander. Sie studierten Drama und Komödie, die Elemente und Sonnen. Ja, sogar fremde Sprachen und Dinge, die mein Verstand nur schwer zu begreifen vermochte. Was für eine großartige Zeit! Sang und tanzte man anders, doch war das nicht nach meinem Geschmack. Man stand oft dicht gedrängt herum, hopste und wackelte allein, zuweilen auch als Paar mit schrecklichen Verrenkungen, zu einer eigenartigen Musik, die aus einer runden Scheibe kam. Ich konnte nicht erfahren, wie man die da hineingebracht hatte. Sonderbar, welche Fähigkeiten und Kräfte im Menschen verborgen sind. Die Gedanken daran lassen mich nicht mehr los. Mein liebes Tagebuch, dir kann ich es anvertrauen. Ja, ich weiß es wohl, es wird ein freies Menschengeschlecht erstehen. Nichts ist so beständig wie Veränderung. Denn der Mensch sucht immer nach Verbesserung. Und deshalb frage ich mich, wie wird man dann sein Wissen nutzen im Sinne der Humanität schlechthin? Plagen neue Geißel die Menschen der Zukunft?
wirklich nicht in Erfahrung bringen. Darüber müssen die Menschen dann selbst befinden. So schließe ich dich heute mit meinen Fragen an die zukünftigen Menschen. Was hält Ihren Blick gefangen? Welche Ängste kennen Sie? Wonach streben Geist und Verlangen? Was ist eins der Menschheit Ziel? So, liebe Zuschauer, damit sind wir leider schon an den Schluss gekommen und die Überlegungen zu Johann Gottfried Herder sind beendet. Ich denke, wir alle konnten uns etwas hineinversetzen in diese große Persönlichkeit. Wir danken an dieser Stelle allen Schülern und Lehrern, die an diesem außergewöhnlichen Programm beteiligt waren. Und ein besonderes Dankeschön gilt Herrn Menne, dem Techniker, der uns geduldig unterstützte. Wir hoffen, es hat Ihnen ein ebensolches Vergnügen bereitet wie uns. Und Sie schalten das nächste Mal wieder ein. Das heißt, Joko Wiki Live, die Live-Sendung zu Ereignissen in Sachsen. Und was machen wir jetzt noch mit dem angebrochenen Abend? Ich denke, wir mischen uns jetzt etwas unter das Publikum. Vielleicht treffen wir ja dann auf die Mitwirkenden des Abends. Das ist eine gute Idee. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ihnen alles Gute, Ihr Moderatorenteam Jan Philipp Faul und Thomas Lenk.